Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Teil 6 unseres gemeinsamen Let's Plays zu Alien Isolation und mit mir an meiner Seite wie immer die gute Kirby. Hallo Kirby. Hallo, Smurlock. So, wir haben den Wartungsheber bekommen im letzten Teil und haben damit schon eine Tür, zwei Türen geöffnet und werden damit jetzt hier weiter fortfahren und uns unseren Weg heben. Ebnen. Hebnen, sozusagen. Ah, immer noch keine Spur von unserem Gegenspieler, von unserer Nemesis. War denn zurück noch eine Tür, jetzt eine dringliche, die ganz nah war mit dem Heber, oder gehen wir einfach mal weiter? Weil Also, wir landen ja sowieso, denke ich mal, wieder in der Haupthalle, ne? genau, ich glaube, hier ist keine Tür mehr. Ne, die vorne, das war der Plasmakatalan oder Ionenschneider, glaube ich, ne? Direkt im einen Genau. Raum vorher. Und ich glaube, wir müssen jetzt gleich sowieso wieder zurück. Ehrlich? Ja, Glaubst du, weil. das B, es geht nicht auf? Das B, Da nein. runter kann man nicht durch, ne? Moment mal. Nein. Nein, ich dachte, da könnte man durchkrabbeln. Ja, stimmt, habe ich gar nicht bemerkt. Also wirklich, ist hier gar nichts. Ja, der Raum ist für nichts. Ist leer. Naja. Okay. Dann geht's weiter. So, erstmal speichern. So viel Zeit muss sein. Ja. Schwupp. Nicht wieder verstecken. Man macht immer so, ah, die macht. Ich habe Angst. Die ist so hektisch dann, aber das macht mir Angst. Ja. Hektik macht mir Angst. Ich bin der Hektiker. Kein Scheiß, Mann. So. Also hier müssen wir jetzt auch nicht mehr rein, denke ich mal. Da haben wir ja nur den Wartungsheber, die Nee, wir müssen schon wieder zurück. Wartungsheberinformation. Das Schlimme ist nur, wenn das Spiel genau weiß, welchen Weg man jetzt geht, weil es halt nur einen logischen gibt, dann finde ich das immer besonders gruselig, weil dann können die so richtig schöne, fiese Sachen reinbauen. Hier unten ist auf jeden Fall. Vielleicht kommt, lassen wir uns doch jetzt nicht einfach die Tür aufmachen, das glaubst du doch nicht. Nee, vor allem weißt du, was ich lieber möchte? Ich möchte nochmal zurückgehen. Da war nämlich bestimmt noch eine Tür mit einem Ja, Wartungsheber. mach das doch. Aber geh bitte nicht wieder über die Leichen drüber, ich finde das Okay. pietätlos. Okay. Oh, da liegt Was was war das? zum Abspielen. Hier spricht Terra. Ich habe die letzte Leistungskupplung gefunden. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist sie aus. Ich muss nur noch die letzte Sicherheitsstrebe anbringen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Dann können wir endlich abhauen. Verdammte Scheiße. Ich höre überall Geräusche. Jedes Knarren und. Beeilen Sie sich einfach, okay? Das Ding ist nur, wollen wir wirklich die Türen aufmachen, die diese Sicherungsdinger tragen? Wir haben die bestimmt nicht umsonst da dran gemacht. Keep moving. Ja. I like to move Kommen wir hier überhaupt her? it. Ja, ne? Ja. Nee, komm, wir gehen weiter. Was Echt soll's? jetzt? Guck doch mal auf die Karte. Vielleicht sieht man da ja auch noch, ob da in der Nähe noch ein abgesperrter Raum war. Guck mal, da ist doch direkt einer mit einem roten X. Sollen wir den nicht wenigstens ausprobieren? Ja, stimmt. Ja, nee, Moment mal. Das ist, wenn wir weitergehen würden. Genau. Zurück sieht man jetzt keinen geschlossenen mehr, ne? Nee, also da hinten an der Treppe, aber ich bin mir nicht sicher, also das ist ein Ausrufezeichen. Aber ich Hm. bin mir nicht sicher, ob da irgendwas, ich glaube, das waren alles Ionenschneider und so. Hier Ja, vorne aber auch in der ich verstehe Lounge. nicht, warum die roten X weg sind, weil die markieren doch eigentlich zu Türen. Ja. Aber vielleicht ist die ja auch, gilt die nicht mehr als zu, wenn man das passende Device hat dafür. Naja. So kann man es dann eh nicht sehen. Dann gucken wir jetzt mal bei der einen Tür. Die da, aber die Also, kriegen wir okay, auch nicht die auf. geht nicht auf, genau. Und die da hinten, da waren wir schon drin. Aber komm, da können wir Was ist eigentlich. denn da ein Ja, Ausrufezeichen? wir Das gehen mal verstehe kurz ich nicht. gucken. Wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube. Was ist los? Brauche einen Moment, da waren wir noch nicht. Doch. Doch, Nein. doch, das ist hier dieser Gepäcklagerraum. Ah, Lagerraum. Lagerraum, da war vielleicht noch irgendwas. Genau, da könnte Auf jeden durchaus Fall. noch. Ein Ausrufezeichen, das ist ja immer wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Aha. Ha. Hihihi. So, ja, zack und einmal nach links. Ordentlich mal dran geschraubt. Auf geht's. Mach auf die Tür. So. Was ist Hallo? denn? Ist das eine Werkbank? Ich hoffe. Das Blaue sieht aus wie eine Werkbank. Ich gucke jetzt erstmal, ob wir. Wir Ja, haben Schrott, wir haben jede Menge Schrott. ich werde hier mal die Spannung hochhalten.
Das sieht echt aus wie eine Werkbank, ne? Ja! Also, Moment, das ist erstmal die subkutane Ja, das Impfpistole. ist doch was Gutes, da machen wir noch Heildinger draus. Ja, das stimmt, aber es ist keine benutzbare Werkbank. No! Aber du hattest vollkommen recht mit deiner Einschätzung. Es ist. Was ist das denn? Sprengkapsel. Sprengkapsel, ja! Komponente B ist. Ja! Können wir noch ein Heildings machen, wenn wir jetzt Komponente B haben? Ich glaube, das machen wir auch. Aber wieso ist das keine Werkbank? Das muss sagen, das enttäuscht mich jetzt Ja, ungemein. ein bisschen, ne? L1. So, was haben wir denn hier? Also Komponente festlegen. Die nehmen wir mal. Komponente B und einmal das Bindemittel. Und schwupp, Gerät gebastelt. Ja, vielleicht braucht man auch sowas gar nicht. Ich meine, vielleicht braucht man einfach nur Baupläne und man kann überall basteln. Ich denke auch. Aber ein Bauplan wäre doch jetzt mal ganz schön Wir haben bis gewesen jetzt nur hier. einen gefunden, ne? Nur für diesen Medikit. Vor allem habe ich dann immer irgendwie das Gefühl, ich habe was übersehen Ja, hier. irgendein Knopf oder so, ne? Ja. Ja, aber glaube ich nicht. Eigentlich ist das immer sehr offensichtlich hier. Ist halt nicht wie bei Silent Hill, wo man echt genau an der richtigen Stelle stehen muss, damit Ja, der einem anzeigt, was der dann machen könnte. das stimmt. Das stimmt. So, haben wir jetzt hier noch eine Türe, die sich lohnt zu schauen. Allerdings war jetzt die als Ausrufezeichen markiert und nicht mehr als rotes Kreuz. Von daher glaube ich, Ja, sind die okay. jetzt, wenn man das passende Device hat, nicht mehr so gekennzeichnet. Ach so, du meinst, dann Dann sind werden die zu die. Ausrufezeichen. Genau, alles Ja. klar. Gut, dann sind wir hier Weil fertig. die Haupttür hat ja jetzt auch ein Ausrufezeichen, die auch so ein Schloss hat. Renn doch da nicht so rein, wenn da jetzt einer vor der Tür steht. Ich mach mir in die Hose. Wir haben noch keine Zeit. Das stimmt. Schon wieder 6 Minuten um. Ja. So, was passiert jetzt, wenn wir da dran rumfummeln? Gutes Nächtle. Oh Gott, Das. warum wird's dunkel? Ah, ein Spieler ist nicht gut. Das Alien hat eine Kanone. Ruhig. Okay. Mein Name Hey. ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft es nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe, das ist das geringste unserer Probleme. Ja. Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit 2 Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Guter Mann. Heute ist Ihr Glückstag. Das wird sich noch rausstellen, ob das ein Glückstag würde. Na los, Süße. Ich habe dir nicht so Sexton gerne Rücken, Communications muss ich sagen. befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig. Da lauern so einige Gefahren. Okay? Also ich traue dem nicht so ganz, dem Excel. Also einfach nur, weil er so viel Angst hat. Das macht Leute immer gefährlich. Ja, das schon, das schon. Aber im ersten Moment würde ich jetzt sagen, so eigentlich schon Na los, vertrauenswürdig, ich will nicht lange aber hier rumhängen. unberechenbar. Ganz genau. Aber ich glaube, der ist schon. In der normalen Situation auf jeden Fall bestimmt ein netter Typ. Ja. So. Ich hätte gern getauscht. Ich hätte gern die Waffe genommen, dann hätte der ruhig diesen Schneider benutzen können. Ja, ne? Ich fühle mich wohl mit der Pistole. Axel, hast du eigentlich diese ganzen Graffitis hier gemacht? Sind Sie mir da hinten gefolgt? Nee, jetzt ein Ich musste anderes Mal. Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Ja, geh du mal vor. Das finde ich auch besser. Fühle ich mich direkt besser, wenn der vorgeht. Ja, ne? Leute mit einer Waffe hinter sich gehen zu haben, finde ich unangenehm.
Diese Türen, glaube ich, sind zu, ne? Ja. Ja. Neugierig. Was? Ja, sehr. Bleiben Sie bei mir. Was? Hey, keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Ui. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da Geräusche gehört. Was? Ja, eine nette... Was nette. Zur Hölle sollte das denn? Warum waren sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Oh Mann, ey, was ist hier abgeht, ne? Das ist, ich dachte wirklich, die wäre verlassen, aber anscheinend... Ja, alle versuchen noch irgendwie rauszukommen, ne? Aber ich meine, immerhin sind die ja irgendwo im All. Wir sind hier gerade in einer akuten Situation quasi gelandet. Ja. Beim Untergang der Titanic quasi. Wir haben schon auf jeden Fall genug Zeit gehabt hier auf Colonial Pix. Ja, aber es war ja wohl vorher auch schon super viel. Das Schiff gibt es wirklich. Ärger auf dem Schiff. Das haben wir ja auf den Tonbändern auch gehört, dass da irgendwie Korruption war und. Genau, genau. Ist ja eine Raumstation halt. Ist ja wie. Oh, zack. Jetzt fühle ich mich besser. Ja, ist halt wie eine kleine Stadt, ne? So eine Raumstation. Auf jeden Fall fand ich Axels Beatles-Reference ganz lustig gerade. Was hat er gesagt? Der hat sich vorgestellt, als ich bin John, das ist Ach Ringo. So, genau. Moment, lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Okay. Das ist sexistisch. Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Als wenn die Frau keinen Knopf drücken könnte. Ja, das hätte ich vielleicht auch gerade noch so geschafft. Na, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Ach, das darf ich, ja? Okay, na gut. Das ist ein ganz anderes Knopfsystem, als wenn man den ruft. Ja. Seien Sie hier bloß ruhig. Es könnten Leute unterwegs sein. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort. Hören Sie mir zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort. Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein, was anderes. Ein Monster. Eieiei. Ich bleib dann mal im Aufzug. So, ja, okay, tschüss, ne, Axel. Nein, das kann ich echt machen. Nein, nein, nein. Er kommt auch mit wahrscheinlich dann. Ja. Nun gut. Aufi. Oh, was ist das denn? Ein Bindemittel. Also wird es auch schon deutlich dunkler da. Ja. Man war ja kurzzeitig verwöhnt jetzt durch diese Abflugshalle, die wirklich gut beleuchtet war. Und das ist alles so steamy. Verdammt! Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter. So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach dem Ausweg umsehen. Bist du Wahnsinn? Mal, es gibt keinen Ausweg. Muss man echt vor den anderen Leuten sind wir Angst hier unten haben. Sicher. Aber wie lange? Ja, anscheinend. Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Das ist ja wie bei The Last of Us. Ja. Das da drüben nicht machen sollen. Ich weiß zwar, dass wir hungrig sind. Ärger! Fühlt sich einfach so falsch wir an. Müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir. Okay. Wir werden bald schlafen müssen. Ah, unsere leichteste Aufgabe, würde ich sagen, oder? Das sind ja eh unsere bevorzugten Wege. Ja. Schön durch Schächte krabbeln. Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden, nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich zieh sie nicht auf, Herzchen. Wenn sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen sie. Man nennt es Überleben. Scheinbar geht das doch schon eine Weile, ne? Ist schon ein bisschen verroht, die Leute. Alle ja. Wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Ja, kann sich der Axel nicht von frei machen. Nee. So. Guck mal, so viele Kisten.
Wieso darf man die denn nicht alle aufmachen? Hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Okay. Her mit dem Schrott. Ein Schuh? Ich verstecke mich Wechsel, schon eine Woche hier und warte ein auf ein Schuh? Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. Das war's. Hast du auf der linken Seite nochmal? Da ist nichts, oder was? Einmal Schrott? Ja, nehmen Sie sich alles, was Sie brauchen. Gut, aber immerhin noch mehr zum Sammeln als bei Destiny. Ach, da wohnt er erst, guck mal. Ach so, okay, hui. Das ist auch der andere Schuh. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Nehmen Sie genug Batterien mit. Okay. Hat mit sich selber Karten gespielt. Ist doch schön. Ist auch eine Kunst, dass einem nicht langweilig wird mit sich selbst. Taschenlampe nehme ich. Wie heißt denn nochmal dieses Kartenlegespiel? Solitär. Ja, genau. Oder auch Harz. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Moment. Erstmal Taschenlampenbatterien. Genau. Hast du schon mal gemacht mit Dreieck halten? Ich hab's gerade probiert. Wieso? Du hast ja auch nicht ausgerüstet. Ach, oder? Nee, ist doch immer noch ein Leuchtstab, ne? Aber da jetzt auch ein Speicherpunkt doch, hier, ist. Einmal X, einmal Dreieck drücken, macht man die an. Ah. Und wenn man gedrückt hält. Hat man die am Helm oder was? Naja, egal. Auf jeden Fall würde ich sagen, das ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um diesen Part zu beenden. Jawohl, wir speichern schnell und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.